Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge My Minecraft. Ah, schön. Die Karte machen wir mal weg. Ja Freunde, was gibt's Neues? Ich habe Foliarschleier drin. Der Baumstamm ist jetzt rund. Man sieht jetzt auch so ein bisschen mehr die Maserungen von dem Holz. Und hab die andere Hütte komplett abgerissen. Haben wir hier großflächig Terraforming. Terraforming betrieben. Hab hier die erste 5 Schichten runtergehauen. Und dass wir hier einigermaßen eine größere Fläche haben. Hab dann, also ich muss anders anfangen. Ich hab den, NPC-Mod mit drin. Dass wir NPCs erstellen können. Hatte aber in der anderen Version nicht funktioniert, weil, ich da die Cheats aus hatte. Und ich muss die Cheats aber anmachen, damit ich in einen anderen Spielmodus komme, in den Creator-Modus. Und es geht um, haben wir sie denn hier drin? Ne, kann ich euch gerade mal zeigen. Es geht nämlich um eine Sichel, um eine Hacke. Die brauchen wir, um die NPCs zu erstellen. Und die habe ich in der anderen Version nicht rausgekriegt, weil ich da auch nicht mehr die Cheats aktivieren konnte. Und zwar ist das die hier. NPC. Das ist das gute Stück. Hier kriegt man nämlich nur, wenn man die, den Modus wechselt. Und dann kann man die sich rausziehen. Und dann wieder zurück in den Modus. In den Überlebensmodus. Und dann, wenn man dann hier hinklickt, geht ein Fenster auf und dann haben wir hier so ein NPC stehen. Hier oben sieht man schon ein bisschen. Und dann kann man hier den Namen eingeben, was er beschützen soll, was er machen soll. Lebende Animation, sichtbar, ja. Name, Modell, was eine Rolle spielen soll, Dialogs, Nacht, Szene, Sounds, Fraktion, irgendwas kann man da. Kann man alles eingeben. Inventar. Die Werte, Leben, unendlich, Akku, Reichweite, Kreaturentyp, Untot, Gliederfühler, normal, also praktisch alles. Nahkampf, Feuerimmunität, ja, kann er trinken, nein. Und so weiter, das kann man dann alles hier mit dieser Sichel machen. Wie gesagt, ich muss ein neues Spiel schon anfangen. Hab jetzt nochmal mich ein bisschen hochgearbeitet. Unser Steinbruch ist 8. Oh, da müssen wir jetzt auch noch hingehen, weil ich habe da was gefunden, das wollte ich mit euch zusammen abbauen. Aber zuerst zeige ich euch jetzt gerade mal schnell das Haus bis hier. Und wenn es regnet, das sieht so geil aus, wenn es regnet. Ist nämlich alles nass. Ja, das sieht man jetzt auch. So, das ist unser Haus. Aus Stein gemacht. Eine Holzrippe. Und hier werde ich mal was anderes einfallen lassen, dass wir runtergehen können. Das ist die Treppe zum Keller. Hier will ich komplett Glas machen, dass hier das Licht schön reinfällt. So, wenn man hier hinkommt, hier wird noch zugemacht. Die zwei kommen weg. Dann geht hier so eine Wendeltreppe hochgebaut bis zum oben hin, weil oben ist halt Schlafzimmer. Hier werde ich dann so, weiß ich nicht, was ich mit dem Raum mache, Lagerkiste oder keine Ahnung. Das ist ein Achfenster. Hier geht's in den Keller, da gehen wir gleich hin. Das sind jetzt nur provisorisch, die mache ich schnell mal weg. Hier ist die Küche. Hier kommt dann noch der Ofen hin, also zwei Ofen. Wo ich da einer hinmache und dann hier noch einer hin. Damit ist hier alles so ein bisschen ausgestattet und verkleidet. Ja. Jetzt gehen wir mal in den Keller. So, habe ich hier Holz drüber gemacht. Aus Birkenholz. Dann hier einen kleinen Akzent gesetzt aus dem Eicherholz, das ein bisschen dunkler ist. Und hier dann nochmal Birkenholz. Dann habe ich hier alles mal aus rotem Sandstein gemacht. Was mir besser gefallen hat. Das ist alter Bruchstein. Schön so ein bisschen auf alt gemacht. Im Keller passt das ja.
Da sieht man auch so schön die Kante von den Steinen, so die Foliarschleier. So, hier, das gibt einen Raum. Ja, derjenige, wo jetzt hier die Fackel sieht, der weiß schon, was es geben soll. Da oben sieht man es noch ein bisschen. Es hat gestern geregnet. Da sieht man noch, wie das glänzt, das Wasser. Ah, jetzt sieht man es nicht so. Damit schon so bis weg. Ne? Und hier muss noch eine Wand hin. Hier, die wird auch noch verkleidet. Hier wird die wegreißen. Dann mache ich den Kabelblock hin. Dass man auf der Seite dann dasselbe Steinmuster habe wie hier drin. Dann geht es hier weiter. Da habe ich jetzt nur mal angefangen. Das ist auch noch nicht fertig. Hier kommt der nächste Raum hin. Aber was da reinkommt, weiß ich schon nicht. Muss ich mal gucken. Ich meine, Möglichkeiten haben ja genug. Das ist jetzt momentan der Stand der Dinge. Oh, ist aber hell hier, mein lieber Mann. So, jetzt brauchen wir eine Eisenspitzhacke. Und dann gehen wir mal in den Steinbruch, in die Höhle des Löwen. Wortspiel. Und nach der Folarschleier. Das Wasser sieht so richtig geil aus. Aber das zieht FPS. Stellenweise muss er doch ganz schön ein bisschen schaffen. Weil wir brauchen jetzt erstmal eine Eisenspitzhacke. Jetzt ist nur die Frage. Stein. Haben wir noch Eisen da. Oh ja, 70 Stück haben wir noch. Und da haben wir noch. So, die nehmen wir jetzt gerade mal mit. So, ne. Doch, mal den kann man da hinsetzen. Das kann schon mal brutzeln. Schmelzen. So, wo haben wir dann Sticks? Zack. Wollen wir gerade austauschen. Ich glaube, wir machen hier mal noch eine, nicht, dass wir nicht da nochmal drunter müssen. Obwohl ich könnte mir auch da unten eine Werkbank hinbaue. Wäre auch kein Problem. So, dann müssen wir hier mal unser bisschen aufräumen. Steine brauchen wir nicht. Die lassen wir hier. Erde brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Weg. Das brauchen wir nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Ah, die lassen wir mal drin. Ich weiß ja nie, für was man so eine Brücke bauen kann. Fackeln kommen dahin. So, dann gehen wir mal hinab. Auch hier von der Erde, so sieht man es ein bisschen. Das raussteht. Ja, ist ja nicht perfekt, aber mir gefällt schon sehr gut. Es kann sein, dass er jetzt ein bisschen ruckelt, so minimal in der Aufnahme, weil ich bin am Rendern und am Hochladen und alles auf immer am Mache. Bitte, dass dies dann gerade zu entschuldige. Boah, ich muss demnächst mal hier mal den Wasserfall durchstopfen, ey. Das kann man eigentlich gerade mal gleich machen, komm. So, erledigt. Dann kann man hier runter. Und zwar habe ich hier was gefunden. So, brauche ich die hier für die Portale abzubauen, zu bauen. Erkaltete Lava. Jede Menge. Und jetzt müssen wir gerade mal die Fackeln. Müssen wir mal dahin machen. So, dass man auch was sieht. So, um die aber abzubauen, brauchst du Diamanten. Und dann habe ich hier Diamanten gefunden. Ich weiß zwar jetzt auch nicht, warum die jetzt in der alten Textur sind. Stört mich ein bisschen. Schau mal, dass man die jetzt so abbauen kann. Tanzanit. Oh, da sind ja gar keine Diamanten. Mann, ey.
Ich hatte mich jetzt schon gefreut, das wären Diamante. So ein Shit, ey. Tanzanite, ey. Was ist denn jetzt mit Tanzanite, Mann? Ich brauche Diamante, verdammt. Das ist schlecht. Dann müssen wir weiter graben. Und dann war hier vorne, habe ich schon was gefunden. Mal da reinkommen. Jawohl. Da. Lapis Lazuli. Ah, okay. Ja, Freunde, ich spreche über Diamante. Mann. Da habe ich immer wirklich gedacht, das wären Diamante. Also muss ich weiter graben. Dann muss ich weiter graben. Und die gehen nur mit einer Diamantspitzhacke. Ja. Die gehen nur mit einer Diamantspitzhacke, also muss ich weiter suchen. Das war jetzt ein toller Vorführeffekt. Echt der Hammer. Jo, dann hatte ich, wie ich angefangen zu graben, bin ich natürlich direkt auf eine Lava gestoßen und auch direkt mal gestorben. Hab dann gleich mal hier zugemacht. So, wenn wir jetzt gucken, unter der Karte stehen 60,7,280 und die 7, das ist die Höhe, wo die Diamanten sind. Ich muss jetzt mal eins zurückgehen, mal 6. Das sind ja praktisch einzelne Blockhöhe. Und zwischen 5 und 10 sind die. Also muss ich jetzt hier mal weiter graben. In der Hoffnung, dass man vielleicht irgendwie dann noch auf Diamante stoße, ey. Aber das werde ich am Offline machen, bis ich mal was finden. Weil das kann dauern. Oh, 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 oh! Nee, 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 nee. Ich zumache. Boah, fuck. So ein Shit. Jetzt habe ich hier noch Lava gefunden. Das ist anscheinend hier ein ganzer, kompletter Lavasee hier außenrum. Nein, 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 nein. Shit. Ah, da ist nichts. Alles ist auf der obersten Schicht. Aber wenn ich den jetzt rausmache, kommt auch Lava. Nee, doch nicht. Ja, dann mal. Oh, 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 oh. Oh, Glück gehabt. Ah, wie es brodelt. Toll. Ist der Eisenerz genau vor der Lava an. Das macht ja Spaß. Okay, also ich glaube, hier haben wir nicht viel Erfolg. Grabe. Ne, also das bringt nichts. Da brauchen wir gar nicht weiter zu machen. Das bringt nichts. Schade. Jetzt habe ich gerade, ich hätte mal Edelsteine. Das wären Edelsteine. Und ich brauche verdammt nochmal ganz dringend Edelsteine. Ja, hier ist noch ein bisschen Kohle. Dann ist noch ein bisschen Eiserz und Redstone. Das nehmen wir noch mit. Kohle kann man immer gebrauchen.
Diamanten, das ärgert mich jetzt auch echt. Weil ich würde gerne mal ein Portal bauen, dass wir mal in eine andere Welt kommen. Weil ich brauche dringend mal Glowstone. Aber sowas von dringend. Auerlabersee. So, haben wir das auch mitgenommen? Mal da noch. Ein bisschen Kohle. Wollt ihr jetzt? Ja, da muss ich schon mal ein bisschen graben. Oh, das ist aber ein großes Vorkommen. Schnell alles ab. Okay, ich gehe dann noch mal ein bisschen offline auf Diamantensuche. Ich probiere dann mal eine andere Stelle. Hoffe, dass ich dann da mehr Glück habe. Aber das war auch mal cool, dass da. Also kohletechnisch war das gut. So, den noch. Zwei noch. Okay. Ich versuche dann mal, da ich dann hier weitermache. Aber hier sind wir auch auf Höhe 7. Wenn wir noch raushole. Setzen wir da nochmal eine rein. Okay, Freunde, wir sind am Ende unserer Folge. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Schade, dass es jetzt nicht geklappt hat mit den Diamanten. Hätte mich jetzt gefreut, wenn wir jetzt mal ein Portal hätte bauen können. Aber nicht schlimm. Ich gebe mich noch weiterhin auf Suche, mache ich aber offline dann, dass es nicht so lange dauert. Dass wir jetzt noch 10 Folge Suchaktionen machen nach Diamanten. Und sagen schon mal danke fürs Zuschauen, lasst ein Abo und ein Like da, wenn ihr gerne weiterempfehle. Bis zum nächsten Mal, ich wünsche euch was, bis dahin, macht's gut, allhopp, tschüss.